Storytime, wenn mich eine norwegische Waldkatze hops genommen hat. Genau die. Ich habe zuverlässig eine wunderschöne Katze gesehen, die auf den ersten Blick so groß war, dass ich dachte, es handelt um einen Luchs. Ich konnte nicht einfach an ihr vorbeigehen und dachte, sie hätte sich verlaufen. Und so eine schöne Katze gehört nicht raus. Die Katze hat mir so leid getan, hat mir schnell Wasser und Futter geholt, da sich es sehr gefreut hat. Also habe ich das Tier haben Polizei angerufen, aber leider konnten sie nicht weiterhelfen. Deshalb musste ich mich um die Katze kümmern. Den Teller habe ich aus einem Blumentopf improvisiert, weil ich nichts anderes zur Verfügung hatte. Während ich alles aufgeräumt habe, hat die Katze geduldig auf mich gewartet. Ich wollte sie mitnehmen, aber sie war sehr schwer. Also sagte ich ihr danach, sie soll mir folgen. Sollen wir wegfahren? Folgt mir, okay? Am Ende habe ich in der Umgebung die Bewohner gefragt, ob sie die Katze kennen. Die Leute erkannten sofort und erklärten mir, dass sie eine Freigängerin sei und dass sie ihr Revier sei. So habe ich mich von ihr hops genommen gefühlt. Dann lag sie einfach, als ob da nichts gewesen wäre. Das war's. Tschüss.